mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier, mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ja, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind immer noch in diesen komischen unterirdischen Ruinen mit der Keira. Und erkunden die Ruinen nach Schwalben-Symbolen. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Jo. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Gespannt. Aber jetzt schon so früh im Spiel der wilden Jagd, kann ich das Zeug ausmachen? Cool. Cool. So früh im Spiel schon der wilden Jagd begegnen. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Daria Nanoi! Fertig. Bleib bei mir. Doch die Armbrust nehmen. Behinde Kalar! Jetzt rausschießen. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Bisschen anfracken kann man damit schon. Kommen Sie. Ich muss mich nicht mehr so weit rauslaufen. Und noch mehr. Ich sag noch. Na, nur noch eine Wasserflasche. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Okay. Ist das nächste? Guckst du hin, Kira? Warum nicht von der Seite? Ist ja doof. Na gut. Wer weiß, Magier wissen schon, was sie tun.
Au! Nein, 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 nein! Ich ziehe dein Schwert, du Idiot! Sehr schön. Jetzt müsste ich noch andere heilen. So ein bisschen Heilung ist in diesem Spiel ein bisschen kompliziert. Jetzt wünschte ich mir meinen Secret World Charakter. Wer das noch nicht kennt, schaut mal da rein. Mein Let's Play from the Secret World. Vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Ja, aber erst können wir hier noch ganz schön Sie haben die viel Passage Zeug mitnehmen. Ja. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Ja, wir nehmen mal nicht alles mit, wir nehmen mal nur hier das von hier vorne mit. So was so ein bisschen in Reichweite mit. Weil Loot ist Loot! Komm, vielleicht holen wir Brot sie noch essen. Ein. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Hier geht ein komischer Gang ab. Das ist ja mal interessant. Ah, nee, nein, nicht Gedanken, einfach so eine tektonische Welle. Ja. Und? Ein bisschen Igni hinterher. Weil dahinter irgendwie anscheinend hier Gifte. Ah, hier gibt's eine Truhe. Mit Zwirn drin. Ist ja mal interessant. Und was gibt's hier hinten? Noch mehr Pilze. Weiter. Oh, hier ist eine Truhe. Oh. Verdammt. Daneben. Ja, das war ja jetzt nicht so stark. Kronenzwirn, Silbererz. So, das hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Und ein Muttergen auch noch. Das ist der Weg wieder versperrt. Wursch. Und okay, und wieder zurück zu Kayra. Huste, huste, huste. So. Ein bisschen Brot essen. Er erwartet uns.
Das könnte ganz schön krass werden. Wir speichern mal. Okay, und los. Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Da lache ich doch. Das ist mein Schutzschild. Bisschen hauen und wieder abhauen. Einen starken Angriff. Warte. Ah, da haut er mich direkt als Konter. Okay. Aua. Ich bin schon rein. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig. Konzentrier dich. Noch das Brot essen. Dann holt sich hier die Hunde. Okay. War ja nicht so stark. Er hat sich geheilt. Okay, dann müssen wir ihm ein bisschen mehr. Aua! Schade machen. So, der erste hat das Schild abgefangen. Das war nicht wieder aufgeladen. Okay. Jetzt wieder zurück. Schild. Ah, Matka. Das war mein Schild. Jawohl. Nee, der war schon weg. Das war unfair. Rot. Kira hatte ihn doch schon platt gemacht. Wieder zur Hälfte hochgeladen. Okay. Jetzt ist unser Schild relativ einfach. Aua. Rot. Nee, diesmal nicht. Ja, diesmal haben wir ihn. Sehr gut. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Puh. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Okay, da hat eigentlich ganz schön was mit dabei. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Und wenn das mal nichts ist, dann werde ich mal nachgucken. Darauf ein Brot. Hoffentlich ist es ein Käsebrot. Das ist ja bekanntlich ein gutes Brot. So, gucken wir nochmal nach. Das Schwert. Das ist eine Stahlwaffe und die ist besser als unsere Axt. Sehr gut. Jetzt hier noch ein bisschen Zeug. So. Okay. Läuft. Hier unten noch Sachen. Oder? Dahin. Ja. Licht! Zwergenschnaps. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch. Hopp. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit.
Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt? Die Herrinnen des Waldes lesen. Das will man dann nicht, ne? Ich glaube, das muss, wenn, dann hier drin sein, ja. Okay. Hergekommen. So, hier gibt's ja noch jede Menge Zeug. Abgewandte Magie, angewandte Magie, Bärenlegenden, aha. Ist hier noch irgendwo was Tolles? Da ist noch ein Buch. Ja. Älteres Blut. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Okay. Ah, hier ist das Blut. Und hier? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Na, hier ist noch was. Axiglyphe. Sehr gut. Und hier sind noch Pilze.
Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Ein mysteriöser Magier-Kräuterkundler. Ja, das sagtest du bereits. Was ist denn dahinter? Hinter den Kräutern noch irgendwas Tolles? Nein. Okay. Dann raus, wa? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Yay, yeah, Stufe 6, Leute. Hey, und wir suchen jetzt eine magische Sieht Lampe. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Eine magische Lampe. Also. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay. Ich denke mal, der hier ist der Erste. Der hat weder ein Tier noch irgendwie was zum Spielen. So, der Zweite hat ein Tier. Ne, der Zweite spielt eine Laute. Warte, gerade ist was passiert. Bewegung. Und der Dritte hat ein Tier. Und der vierte spielt ebenfalls und hat auch ein Tier. Zack. Es hat funktioniert. So. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay?
Okay. Das ist eine Truhe. Kavalleriestiefel. Und da ist noch irgendwas zum Lesen. Notizen eines Wissenden. Okay, das ist also nichts Quest-Relevantes. Okay, der hat versucht, mit der toten Lara zu reden. Mit Hilfe der Lampe. Wissen wir also jetzt auch, was die Lampe kann. So, also wieder hinaus. Yay. Gehen wir? Eine Illusion. Da können wir ja jetzt auflösen. Schiffchen auch. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Warum nicht gleich mir die Bitte vortragen? Das wäre bitte viel Zeit gespart. Aber gut, wir sind eine Stufe aufgestiegen und haben jetzt hier auch wieder einen Slot frei. Und wir haben, glaube ich, 2 Punkte zu vergeben, wenn ich mich recht entsinne. Kann ich denn das nochmal sehen, wie viele Punkte ich... Ah, da, verfügbare Punkte 2, okay. Ja, was machen wir mit den Punkten? Ich tendiere ja dazu, das Schwert noch was zu skillen. Allerdings haben wir noch keine vernünftigen roten Mutagene, sondern aber wir haben blaue Mutagene hier. Das heißt, wir könnten unsere Zeichen auch erstmal ein bisschen skillen. So. Art. Wäre vielleicht nicht schlecht. Das haben wir schon voll. Explodierendes Schild. Erhöht die Zeichenwirkdauer. Anzahl der Ladungen. Ja, ich war nie so ein Fan von diesem Irden-Zeug. Rüstungsschmelze. Schwächt den gegnerischen Rüstungswert. Auch nicht so schlecht, aber ich glaube... Ich werde mal versuchen, hier die kinetische Welle ein bisschen zu skillen. Vielleicht kann man dann relativ viele Gegner damit von den Beinen reißen im Kampf. Außerdem benutzen wir hier den starken Angriff von Geralt eigentlich momentan gar nicht mal so oft. So. Dann holen wir uns hier das Zeichen wieder raus. Und schauen wir mal, ob wir ein bisschen das Zeichen aufwerten können. Wir konnten noch vielleicht Zeichen aufwerten. Hier, ein grünes Mutagen. Guckt mal, da können wir ein größeres Mutagen rausholen. So, und jetzt müssten wir eigentlich aber auch das blaue Mutagen hier einsetzen, weil wir haben blaue Kräfte, die wir hier verstärken wollen. Und die sind beide gleich. So, guck mal, jetzt haben wir nämlich hier Zeichenintensität um 15% erhöht direkt. Okay, was gibt es denn hier eigentlich noch? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Maximale Vitalität, das könnten wir
Aber erst in 2 Stufen oder so sinnvoll einsetzen, ne? In 2 Stufen erst. Was gibt's noch? Kritische Treffer, auch gut. Zeichen in der Dite, okay. Schwere Rüstung. Okay, also kann man leichte, mittelschwere oder schwere Rüstung nehmen. Ich denke, wir tendieren zur leichten Rüstung. Wobei ich jetzt gerade mal nachgucke. Wo kann man denn dran sehen, was ist? Ist das hier? Ach hier, das ist leichte Rüstung. Was tragen wir jetzt gerade? Auch leichte Rüstung, okay. Good to know. Good to know. So, was haben wir hier an Handschuhen? Die sind besser als die wir jetzt haben, aber auch viel hässlicher, ja. Und die Stiefel sind genauso cool wie, ja. Chance zu vergiften haben wir gekriegt. Ausrüstungsminus Axi-Zeichen wird verstärkt. Geht nicht, okay. Aber wir verstärken mal hier unsere Stahlwaffe mit Vergiftungszeugs. Und sind dann für die heutige Folge auch wieder am Ende. Wir haben 100 Erfahrungspunkte erhalten. Ist da noch irgendwas? Nee, es ist keine Truhe, ne? Nee. Okay. Und beim nächsten Mal, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hier in Velen. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.